müssen jetzt wirklich mal diese und diese Personengruppe ausrotten. Also ich bin Tino, ich bin heiser, ich habe ein bisschen eine andere Stimme heute. Was ist denn die Woche so passiert, Robin? Ich bin auch nicht, also. Ich bin etwas krank. Ich habe aber mitbekommen, in Lützerath waren AktivistInnen und die wurden weggeräumt von der Polizei. Okay, dann sind wir halt jetzt drin, scheißegal. Hallo, Leute. Nee, wir müssen ja nicht, das ist ja noch eine Testaufnahme. Jetzt, nee, das ist jetzt hast gar du mitbekommen, jetzt WWE, Vince McMahon, der ist gestorben vielleicht. Habt ihr mitbekommen, ist die 190. Folge. Das ist jetzt hier ganz was Besonderes. Warte mal, ich lass ja jetzt laufen. Na, jetzt. Ich wollte stoppen und einen Filter drauf machen, um zu gucken, ob der Ausschlag dann geil aussieht. Nee, ist geil. Ist gut? Ja. Ist gut so? Okay. Ja. Hallo. Hi, na? Also Vince McMahon, ja. Hallo Leute, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Hallo. Und wir haben 190. Ausgabe. Ich habe hier, wie immer, natürlich Tino ganz dem Tode nah neben mir sitzen. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht es nicht so gut. Ich habe ein bisschen Hals, deswegen klinge ich heute anders. Mhm. Aber hast du schon mitbekommen, WWE-Hammer bei SmackDown, monströse Rückkehr ist besiegelt. Mein Lieblingswrestler, Bray Wyatt, der ist beim Royal Rumble jetzt wahrscheinlich mit dabei, aber auch sein alter Ego The Fiend ist zurück, da sieht er dann ein bisschen anders aus. Ach, du ahnst es nicht. Das ist der, den habe ich als Pappaufsteller in der Wohnung. Ist das einer von diesen muskulösen, breiten Menschen? Das ist eher so ein Dicker. Ja, krass, Mann. Guck mal, so sieht der aus. Der sieht gar nicht so wie ein Sportler aus, aber der ist, der performt richtig gut. Das ist einfach übelst geil. Alter, Wrestling, einfach mein Thema. Da kommt demnächst auch ein Brennpunkt Hörerwunsch zu, kann ich an dieser Stelle mal droppen. Aber Tino ist halt leider krank. Ne? Er hat ja, ihr hört es ja, er hat eine schwere Stimme gerade. Generell hat er auch schlecht geschlafen, glaube ich. Wie das halt immer so ist. Der und ist das. Ja. Geiler Typ. Bray Wyatt. Ja, der ist jetzt wieder zurück. Da. Es sind natürlich viele andere Sachen diese Woche passiert, die vielleicht auch interessanter sind als Wrestling. Entschuldigung, Tino. Real-Life-Wrestling im Match. Da nimmst du gleich die Nummer 1 Sache der Woche nimmst du vorweg, ne? Ja. Der virale Hitler des Monats eigentlich. Der Mud Wizard, der Schlammzauberer. Der, ich weiß gar nicht, ist der bekannt, was das für ein Typ war? Ich weiß nicht, er hat auch eine Maske auf. Also du hast gesagt, du hast nur die kürzere Version gesehen. Ja. Ich habe ein 10-Minuten-Video gesehen und an einer Stelle dreht er sich zur Kamera und er hat halt nicht nur diese Kapuze, sondern auch irgendeine Art Maske. Also ja. Ich denke mal, er hat auch nicht so Interesse daran, dass man weiß, wer das ist. Wahrscheinlich nicht. Aber er hätte da schon jetzt ein Held werden können. So. Abgespielt hat sich das Ganze natürlich wie immer im neuen Brennpunkt Klimakrise in Lütze. Und da sind, weiß nicht, bestimmt 12 Polizisten insgesamt gewesen im näheren Umfeld auf einem... Mehr, glaube ich, oder? Ja, ich meine also wirklich direkt auf dem Matsch. Und die haben gekämpft gegen diesen morastigen Boden und dann war da ein so ein Mönch, der sich ganz besonders agil bewegt hat über diese Oberfläche und es ist wirklich richtig rund gegangen, quer durchs Netz geteilt worden, der Mönch von Lützerath, ja, der Mud Wizard. Also das liegt wohl auch daran, dass die Polizisten durch ihre dicke Ausrüstung halt schwer und ungelenk sind. Ja. Die haben halt komplette Kampfmontur, weil da ja auch Steine geflogen sind und Böller und alles. Deswegen haben die natürlich die volle Montur mit den richtig dicken Jacken und ne, dicke Schuhe und die Helme und alles. Und das wiegt halt ein paar Kilo. Und ja, du bist nicht so beweglich. Und wenn du dann in so eine Pfütze kommst, dann kann es mal sein, dass ein Bein einsinkt und du dann nicht so easy wieder rauskommst. Und es hatte ein bisschen Slapstick-Charakter, wie die da mit ihrer vollen Kampfmontur ankommen. Aufs, wie so kleine Kinder, die gerade laufen lernen. Das ist richtig süß. Ja, die sind halt vorbereitet gegen alles. Also ob du die jetzt beschießt oder bewirfst oder irgendwas. Aber dann ist halt der Boden ein bisschen matschig und die kommen nicht weiter. Das ist eigentlich auch geil, oder? Das ist also quasi wie damals Stalingrad nochmal revisited. Damals also kommt so eine mächtige Armee an und dann kommt so eine kleine Unannehmlichkeit wie Schnee oder Matsch und dann noch Mist, ist vorbei jetzt. Ich habe von, ich glaube, Serdar Somuncu oder so, habe ich was gehört, das in den Tagebüchern oder irgendwo von Goebbels, glaube ich, gelesen wurde und dass Hitler oder Goebbels irgendwie gesagt haben soll, Krieg wird nicht vom Wetter entschieden, wir fahren da jetzt rein. Okay. War eine doofe Idee. Ja. Hat nicht so funktioniert, aber jetzt... Sommer wird auch nicht von der Jahreszeit entschieden, ich gehe jetzt einfach mal an die Ostsee. Ja, also...
Vielleicht wäre das jetzt eine neu entdeckte Kriegswaffe. Mhm. Wenn, also irgendwo vielleicht ist in Europa ja ein Krieg oder so mal wieder irgendwann, dann könnte man ja einfach an der Grenze den ganzen Boden ein bisschen wässern und die kommen da nicht durch. Vor allem, wenn die damit. Also wenn so eine Kampfmontur schon schwer genug ist, wenn da ein Panzer rollt, der kommt da ja nie wieder raus. Ne? Der sinkt ja komplett nach unten einfach. Was damals im Mittelalter schon ging mit irgendwie Schützen, Bohrgraben und sowas. Schützengraben auch, ja. Das ist heute auch noch effektiv. Du sagst jetzt, du hast diesen 10-Minuten-Video gesehen. Ja, hier ist es. Ist da mehr passiert als das? Also der Mönch hat ja einmal einen Polizisten geschubst. Das habe ich auch gesehen. Er hat vorher mehrmals so ein Schild immer vor die hingesteckt. Das habe ich nicht gesehen. Also er hatte irgend so ein Demoschild. Die Polizisten haben hier auch irgendwie so eine Kamera an so einem Stativ mit. Die Polizisten sind besser als wir. Ne? Die haben besseres Equipment als Influencer. Also der Kollege hier, hier ziehen sie sich halt alle, es sind halt echt viele, es sind ja auch angereiste Polizisten, das Ganze war ja in NRW, aber die haben auf dem Rücken ja ihre Bundesländermarkierung und das sind, glaube ich, Polizisten aus Sachsen-Anhalt. Also schon bevor der Mönch auftaucht, sieht man wieder mehrere hundert Polizisten im Feld sind, wovon irgendwie 20, 30 oder so immer gleichzeitig irgendwo im Matsch stehen und daneben stehen die Leute mit normalen Klamotten, können sich anscheinend relativ normal bewegen. Aber mit dieser schweren Polizeimontur sinkt man an den Matsch voll einfach ein und die Leute werfen halt noch ein bisschen mit Matsch auf die Kamera und auf die Linsen. Und soll ich dich spoilern? Ich kenne ja das, also spoiler mich, aber ich glaube, ich kenne die entscheidenden. Also der Kameradude, der sinkt halt auch noch ein und gibt dann die Kamera weiter an wen anders, der weiter hinten ist und es fällt halt einer nach dem anderen um. Es sieht halt aus wie so eine Comedy-Szene. Geil, sitzt halt einfach, gibt es dem Kollegen dann. Die versuchen sich gegenseitig rauszuziehen und rutschen alle weg. Und der Journalist im Hintergrund fotografiert fleißig. Ist der Auftritt. Hier in dem großen Video nach 3 Minuten 20 ungefähr kommt der Mönch ins Feld mit so einem Pappschild. Ich weiß gar nicht genau, was da drauf steht. Aber es sitzen halt 3 Polizisten im Schlamm. Und er will denen immer dieses Schild geben oder vor denen in den Boden stecken. Und den Polizisten gefällt das halt überhaupt nicht. Sie reißen es ihm weg und schmeißen es durch die Gegend. Und er holt es wieder, steckt es da wieder rein. Es ist schon großartig. Also er hat auch, am Anfang war er noch recht vorsichtig. Die haben auch nach ihm geschlagen, weil die natürlich nicht wussten, was er will. Ne? Oder halt ausgeholt. Aber geschubst hat er ja erst ganz am Ende. Der hat aber vorher schon den mal so auf die Schulter geklopft. Guck, wurde gerade so mit dem Arm ausgeholt. Aber er steckt halt immer wieder dieses Schild bei denen hin und die haben da gar keinen Bock drauf. Ja, ist schon großartig. Also der Mad Wizard auf jeden Fall der Held der Woche. Ich finde das auch, der hat halt einen Rucksack unter seiner Kutte und sieht dadurch auch so bucklig aus irgendwie. Guck mal, also der Polizist hat es gerade da hinten hingeworfen und er hat es halt wieder geholt. Steckt es halt wieder da hinten. Jetzt... Jetzt ist er gerade geschubst worden. Das hat natürlich eine hitzige Debatte mit sich gebracht. Ist das legitim? Ist das witzig? Oder geht das also zu weit? Der gleiche Polizist, der hat ja zweimal sein Schild weggeworfen, was er da immer wieder gesteckt hat. Ja. Und dann hat er halt beim dritten Wurf oder so, hat er das Schild da hingeworfen, wo halt irgendwie 20 Polizisten drumherum stehen. Und er dachte wahrscheinlich so, ja, das Schild kriege ich jetzt eh nicht mehr. Ja. Dann schubst sich halt noch einen. Und dann habe ich auch so noch reingetreten. Er kommt so richtig ruhig an einfach. Er hat so eine richtig entspannte Körperhaltung eigentlich. Ne? Und hier so. Vorher steht er da eigentlich relativ entspannt und dann plötzlich geht er halt hin und bopp, guckt der Polizist einmal nicht und er knickt auch so richtig seltsam um einfach. Ja. Also ich habe es vor allem zuerst auf Reddit gesehen, wo es durch internationale Medien gepeitscht wurde, nicht im deutschen Raum. Also der hat wirklich. German Monk, ne? Ist so, ja. Der hat halt wirklich. Na, Mad Wizard habe ich auch oft gelesen. Mhm. Der hat oft Wellen geschlagen. Und ich habe gehört, es gibt ein Edit mit der Benny Hill Musik. Habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ist auch aber sehr passend. Gut. Ne? Ja. Aber ey, guck mal, wie viele das sind. Und keiner kommt da durch. Ich verstehe das nicht. Ich habe halt auch schon einen Matsch festgesteckt. Aber dass das so krass ist, nur weil du halt ein bisschen mehr wiegst oder halt mit der Ausrüstung. Aber geil. Also mein Held der Woche. Weiß man was dazu, ob das absichtlich nass gemacht wurde oder ob das einfach Zufall war? Ein bisschen geregnet oder sind die da vorher vielleicht mit dem Gartenschlauch einmal rum? Das wäre schon witzig. Haben das mit Absicht gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber da gibt es den Win der Woche von Herrn Mr. Trashback verliehen an den Mad Wizard. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist ja nicht das Einzige, was in Lützerath passiert ist. Es gab ja auch ein sehr virales Foto, was direkt jetzt auch als Meme-Template genutzt wird. Nämlich Greta, wie sie weggetragen wird von Polizisten. Ridiculous, nee, wie gibt's das? Gibt es diese fotogenen Protesters, gibt es auch schon so ein Meme und das ist auch so ein Ding, weil alle, sie guckt halt so glücklich
Und die Polizisten sehen jetzt auch nicht so aus, als wären sie super angestrengt, sondern die laufen halt so ganz. Die laufen halt ganz entspannt. Sehr virales Foto und haben halt ganz viele wieder genutzt, wie zum Beispiel, man könnte mich da in die Mitte setzen und meine Mathelehrer drumherum. Würde nicht ganz passen, weil die haben es halt nur gerade so geschafft, mich durchzuschleifen und nicht so entspannt, wie es da jetzt aussieht. Aber alles, was dich ein bisschen glücklich hält. Ja. Na, das kannst du da reinmachen und sagen, ich bin in der Mitte, wie ich mich freue. Meine Patreon-Supporter außenrum. Zum Beispiel. Die mich hart carryen. Die Nostra Rafikis. Ist so. Vielen Dank dafür. Und die Zuhörerschaft vom Brennpunkt. Ja, was sagen wir zu dem Foto? Wow, Hammer Foto, toll. Ja, es gab da ja Diskussionen, ob das jetzt gestellt ist oder nicht. Mhm. Weil es gab wohl Videos, wie, man hat den Ton nicht richtig gehört, aber man hat irgendwie gesehen, wie sie mit denen geredet hat. Dann haben sie kurz getragen und dann wieder weggesetzt und es sah halt nicht wirklich bedrohlich aus. Ich glaube aber auch, dass Greta Thunberg oder auch eine Luisa Neubauer, dass die will man nicht unbedingt den Arm brechen. Die haben, glaube ich, schon ein bisschen den Schutz ihrer Bekanntheit, wenn die halt auf so einer Demo sind und alle filmen die, wenn man die jetzt mit einem Knüppel gehauen hätte oder so und da gibt es ein Bild oder ein Video von, dann die Polizisten haben ja auch alle eine Nummer auf dem Rücken und sowas und vielleicht erkennst du durch den Helm noch ein bisschen. Die haben wahrscheinlich keine schöne Zeit danach, wo man weiß, das ist der Polizist, der Greta Thunberg gehauen hat. Ja. Deswegen sind die da, wissen die das, glaube ich, auch, dass sie sagen, so, wenn mich einer trägt, dann fassen die mich wahrscheinlich nicht ganz so grob an wie manch anderen Demonstranten, sondern tragen dich vielleicht ein bisschen freundlicher. Und ja, es gab jetzt Diskussionen und ich glaube, man weiß es halt nicht genau. Die Polizei sagt wohl, es gab keine Inszenierung. Ja, also warum sollte die Polizei das machen, verstehe ich halt auch nicht den Ansatz. Also keine Ahnung. Also ich habe das auch schon oft gesehen, das sollte halt einfach ein paar Meter in Ruhe weiter weggetragen werden, da wo es halt okay ist zu stehen. Es gibt ja Bereiche, ne? Und wenn du dann 5 Meter neben der Absperrung sitzt und sagst, ja aber selber gehe ich da nicht, dann sagen sie, gut, wir können sie jetzt tragen oder nichts. Und dann gibt es wahrscheinlich Demonstranten, die sagen, ja gut, dann tragt mich halt. Ja. Ne? Und je nach Laune des Polizisten oder je nach Kamera oder je nach Bekanntheit ist es vielleicht ein bisschen gröber dann oder ein bisschen weniger. Und ich glaube, also Greta wird wahrscheinlich von Staatsgewalt nicht wirklich verkloppt werden. Vielleicht, also wenn sie vielleicht irgendwem über den Weg läuft, der sie persönlich nicht mag, kann man sich ausschließen, aber du willst halt nicht vor Kamera der Typ sein, der das gemacht hat. Ja. Gab es nicht noch so eine andere Meldung aus Lützeraten, Schützengraben, dass da Leute sich irgendwie so unterirdische Tunnel gemacht haben? Das ist, glaube ich, schon ein paar Tage her und also ich habe auch nur die Steuerung F-Reportage gesehen. Okay, also da ist jetzt nichts rausgekommen, keiner weggesprengt. Da war der Tunnel aber, glaube ich, gar nicht drin. Hm. Nee, also die sind, glaube ich, einfach da drin gewesen und haben irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil das, weiß ich, hatten kein Essen mehr oder war langweilig. Und ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es auch irgendwie zu dunkel und zu deprimierend, die ganze Zeit in so einem blöden Tunnel zu sitzen. Aber ja, es gab halt verschiedene Methoden, sich auf ein Baumhaus oder einen Tunnel zu setzen. Und inzwischen ist es ganz leer und wird gebaggert, oder? Keine Ahnung. Bin leider nicht hundertprozentig im Bilde. Also aber ich glaube, das war von vornherein eigentlich klar, dass die Aktion nicht abgeblasen wird, aber man wollte es halt ein bisschen verlangsamen und ein Zeichen setzen und sowas. Ne? Also ich sehe gerade was. Der richtige Tino, den habe ich ja gefragt, ob irgendeine News für ihn ganz, ganz wichtig ist, dass die unbedingt rein muss. Und das ist gut, weil das ist eine Sache, die habe ich mitbekommen. Ist nicht The Feed, Bray Wyatt? Nee, es ist, ich habe es mitbekommen, aber habe es mir nicht aufgeschrieben. Die Polizei wirbt für Nachwuchs mit All Cops Are Beautiful. In Stuttgart. ACAB. Wir haben da gerade so ein Video geguckt, das könnte die Polizei doch als Bewerbungsvideo zeigen. Wäre gut. Du kannst das besser, bewirb dich bei uns und bring deine Matschschuhe mit oder so. Ja, also wenn da zum Beispiel so ein Tino oder so da lang geht, also der wiegt ja nicht so viel, der kann vielleicht auch in der Montur noch über den Schlamm laufen. Vielleicht ist das das Problem, dass die bei der Polizei halt alle mindestens 80, 90 Kilo wiegen. Ja. Und wenn der Tino mit seinen 40 Kilo kommt, dann zieht er die 20 Kilo Montur an und dann kann er dann noch ganz gut gehen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Vielleicht eine Idee. Ist das nicht immer noch so, dass ACAB sagen, dich zumindest irgendwie ein bisschen bestraft wird? Also kriegst du nicht ein Bußgeld, wenn du das sagst? Ist das nicht irgendwie... Ich glaube, das war eine Grauzone, weil du sagst ja All Cops und du sagst, also Beleidigung ist ja ein Antragsdelikt. Ja. Und wenn ich dich persönlich beleidige, dann kannst du dich melden. Aber es kann sich, soweit ich weiß, nicht jemand anders melden. Und also die sind ja nicht direkt eine geschützte Gruppe, wie wenn du jetzt Volksverhetzung machen würdest. Mhm. Und dann müssen wir die erstmal so ein bisschen verfolgen und dann können die diesen Status beantragen. Na, ich glaube, bei Berufen kannst du generell schon verallgemeinernde Beleidigungen sagen. Jetzt nicht, dass es eine Empfehlung wäre, aber ich glaube, da... Ja.
Also es kann sich, glaube ich, nicht ein Polizist melden und sagen, ich fühle mich davon beleidigt, dass du hier tausende Leute beleidigst. Mein Gedanke war halt nur, wenn das jetzt eine Strafe noch wäre, ist ja jetzt durch diese Werbekampagne, ist es ja legitimiert, das zu sagen, weil dann kann man ja im Zweifel sagen, hey, hä? Ich meine, All Cops Are Beautiful, wie diese Werbekampagne. Ja, man konnte ja vorher auch schon sagen, dass es, da gab es ja unendlich ja, viele Witze. Ja, Bier und so. Ja, oder All Cats Are Beautiful, das ist ja auch eigentlich geklaut, der Slogan. Ja, ja, aber jetzt ist es halt offiziell. Jetzt darf man, darum geht's. Es ist vielleicht das grüne Licht, dass wir das jetzt sagen dürfen. Oder das blaue Licht in dem Fall. Ha! Na, gut. Na, also ich glaube, wenn du ein T-Shirt hast, wo ACAB draufsteht und du bist in der Polizeikontrolle, hast du wahrscheinlich schlechtere Karten, als wenn du ein anderes T-Shirt anhättest. Möglich. Es könnte sein, dass die dich dann ein bisschen ruppiger behandeln. Aber es ist ja auch immer die Frage, ist das jetzt gesetzlich so geklärt, dass man dich dafür verhaften kann? Oder ist es einfach nur Aussage gegen Aussage und wenn du vor Gericht stehst gegen zwei Polizisten, wem glaubt man dann eher? Ja. Die haben halt ein bisschen bessere Karten in der Regel. Deswegen, weiß nicht, also man kann es gerne drauf anlegen, aber muss dann auch damit rechnen, dass es vielleicht nicht klappt. Na gut, von diesen tollen bunten Leuten zu einer anderen bunten Sache, nämlich das Obst und Gemüse bei Kaufland. Ein viraler Hit diese Woche. Ist fresh. Wir machen jetzt hier kostenlose Werbung für Kaufland, ist ja eigentlich auch eine miese Nummer. Aber durch Moneyboy haben sie es halt geschafft. Ich muss sagen, ich bin auch mal so ein immer automatisch Anti. Bei Werbung. Ja, ich auch. Und selbst wenn jetzt die Leute sagen, oh, das ist mal ausnahmsweise coole Werbung, ich kaufe jetzt nur noch bei Kaufland, denke ich mir, nee, jetzt gerade nicht. Ich lasse mich nicht so von euch spielen, so, weißt du? Ich glaube, aber es ist natürlich cooler als Standardwerbung. Also ganz immun gegen Werbung ist ja keiner. Ja. Unterbewusst beeinflusst das ja alle irgendwie. Mich hat es auch immer genervt, dass man früher diese Werbeslogans hatte, die dann Leute als Witz oder so in ihren Sprachgebrauch aufgenommen haben. Auf jeden. Da gab es ja den einen oder anderen Gag von Coca-Cola und Ikea und so weiter, die irgendwelche Slogans hatten und Leute haben die immer und immer wieder wiederholt, bei jeder Situation, ob es passt oder nicht. Und man dachte, seid ihr eigentlich doof, ihr macht da irgendwie gratis Werbung für so einen Verein. Aber also jetzt, wo ich selber manchmal ein Placement gemacht habe oder so, dachte ich auch eigentlich, wenn man schon irgendeinen Quatsch bewirbt, dann kann man das auch unterhaltsam machen und dann sieht man vielleicht auch mal bei einem anderen YouTuber zum Beispiel, manche halten einfach irgendeinen Schrott hoch und sagen, bevor es weitergeht, jetzt erstmal dieses Produkt und labern ganz trocken runter und manche verpacken es auch noch irgendwie witzig, dass, obwohl es eine Werbung ist, es immerhin fast so unterhaltsam ist wie der Rest vom Video, dass es immerhin noch ein bisschen lustig ist. Also ich finde tatsächlich geil, wenn Leute das in ihren YouTube-Videos so machen, dass da unten so ein Balken geht, wann da siehst du, dass die Werbung zu Ende ist. Aber es ist auch schon so ein Eingeständnis, wie ihr wollt das eh alle nicht sehen. Also da gibt es aber auch Partner, die sagen, die das extra sagen, dass das darfst du nicht. Ja. So, wir nehmen das nicht ab, wenn sowas drin vorkommt, wenn irgendwelche Timer oder Balken oder so dabei sind. Ja, dann ist das nächstbeste noch, dass du quasi eine Persönlichkeit spielst, die du nicht selber bist, um dich da so ein bisschen zu distanzieren. Das würde ich noch am ehesten machen. Aber ja, Moneyboy hat einen Rap-Song über Kaufland übrigens gemacht, falls das nicht rüberkam und falls ihr das verpasst habt. Ich habe es auch gestern gehört. Ging, glaube ich, irgendwie 2-3 Minuten oder so. Der Fresh Boy. Ich habe die auch direkt danach nochmal bei Instagram bekommen, auch in voller Länge. Also nicht angeguckt, aber es wäre volle Länge gewesen. Die haben ja öfter sowas. Also die haben ja im Grunde, haben sie mit Moneyboy das Gleiche gemacht wie mit Michael Wendler, nur mit einem bisschen kreativeren Text und einem sympathischeren Darsteller. Aber na und vielleicht ist das jetzt ja so ein Blick in die Zukunft, dass Moneyboy in ich hoffe, Moneyboy wird nicht nächste Woche bei Instagram stehen und sagen, so Leute, ich habe all die Jahre eine Rolle gespielt, aber jetzt mal wirklich. Also Deutschland und Österreich. Hitler. Der Moneyboy hat aber den Vorteil, dass der so ein bisschen oh fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißen die? Diese so Hofnarr. Er hat so ein bisschen so eine Hofnarrenrolle, Narrenfreiheit. Ja. Dass egal was er sagt, das immer als ein Joke verstanden wird, weil er halt diese überzeichnete Kunstfigur ist. Und der hat ja auch schon eine Menge Sachen gesagt, die könntest du ohne diese Persona nicht machen. Wenn du mit deinem echten Namen auftrittst und sagst, also meine Meinung zu folgendem Thema ist dies oder jenes, da hat er ja, also ne, das Joyce-Interview zum Beispiel, was er über Drogen gesagt hat, da hätten andere direkt einen Shitstorm bekommen, aber weil es halt Moneyboy ist, kann er das halt machen. Mhm. Er hat auch 9-11-Freestyle gemacht. Weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich nicht. Da hat er damals auch aber irgendwie gesagt. Aber ist das mit dem geschickt abgerollt? Weil da musste ich richtig lachen. Aber ich glaube, das war als in Indonesien oder so, ist irgendwie so ein Flugzeug abgestürzt. Das war so ein ganz großer medialer Fall. Und da hat er gesagt, ey, ich hätte mich da halt einfach geschickt abgerollt. Er hat doch bei Germanwings eine ganze Menge Witze gemacht, die
Da gab es ein bisschen Shitstorm, weil das war direkt danach. Ja. In ganz kurzer Zeit hat er Jokes gemacht wie, was hat hier Andy Lubitz mit, was ist der Unterschied von German Wings und den KFC Wings? Mhm. Und dann meint er, die KFC Wings kommen in Deutschland gut an, und das hat er halt direkt danach gepostet und Leute, ja, haben gesagt, oh, zu früh, geschmacklos. Schwierig. Und er hatte noch irgendwie, bei irgendeinem Konzert ist er, glaube ich, eine Stunde zu spät gekommen und hat dann irgendwie eine Flasche ins Publikum geworfen, weil es irgendwie gepöbelt wurde mit mehreren anderen. Stimmt, und das ich erinnere mich ganz dunkel dran. Das ist ihm, glaube ich, ein bisschen nahe gegangen. Mhm. Da hatte der sich dann ja auch kurzzeitig umbenannt und so, aber ich glaube, also selbst wenn der jetzt so ein Wendler-Video machen würde, würden alle im ersten Moment denken, das ist einfach ein Scherz und der ist wieder in der lustigen Moneyboy-Rolle. Leute, wir müssen jetzt wirklich mal diese und diese Personengruppe ausrotten. Ja, ja, Moneyboy, ist gut. Ja, witzig, Provokation, das würde, glaube ich, keiner checken erstmal. Also der hat ja auch immer wieder provoziert und irgendwie ging es immer. Es kommt drauf an, wie er es macht vielleicht, mit welchem Nachdruck oder so. Wenn er jetzt wie Wendler auch so ein Telegram-Ding macht und da, ne, rund um die Uhr postet, dann denkt man irgendwann vielleicht, oh shit, der meint das wirklich ernst. Aber ja, ich glaube, erstmal würde man denken, okay, der macht wieder Scherze. Also der ist dann ein bisschen freier noch. Da ist halt auch so ein Ausweg immer. Ne? Selbst wenn er das 2 Wochen durchzieht, kann er hinterher sagen, ja, habe ich einen Joke gemacht. Ja. Die sollen das nicht jetzt machen und dann ist wieder gut. Ne? Ja, also ich habe mich nicht so mit ihm beschäftigt. Ich weiß, dass Herr Rodes ihn übelst feiert und auch schon mal live gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Konzert? Okay. Ich war bei der ersten Tour, wo der in Deutschland war. Da war der für 10 Euro bei einer Clubtour. Und wir dachten auch, es wäre ein Konzert, aber Clubtour heißt wohl, es legen irgendwelche DJs auf und dann kommt mal ein Promi und gibt ein kurzes Konzert zwischendurch. Das klingt wie mit MCM damals im Busdepot. Na, jedenfalls, es war irgendwie Einlass 21 Uhr. Und er kam dann um 10:30 oder so das erste Mal auf die Bühne. Da waren nur so kleine Bühnenbauelemente in so einem blöden, ranzigen Club. Halt auch, wie gesagt, 10 Euro Eintritt. Mhm. Und du hast an den Leuten, die da waren, gesehen, dass alle nur wegen Moneyboy da waren. Also da wollte keiner normal feiern und dachte, oh, Moneyboy ist auch da. Und dann hat er, glaube ich, 2 Tracks gemacht. Irgendwie so ein Freestyle. Also hat einfach Lines ohne Beat vorgesagt. Hat er damals auch oft gemacht. Und dann meinte er, ist mir noch zu leer, ich gehe mal wieder. Und ich glaube, er kam erst um Mitternacht oder so wieder. Also das, worüber sich die Fans da aufgeregt haben, das ist anscheinend bei Clubtouren oder so normal, nur da hat er irgendwie gesagt, es ist ein Konzert und deswegen war man dann pisst, dass du auf ein Konzert gehst und der Musiker kommt halt die ganze Zeit nicht. Aber ja, also ich finde den witzig. Ich fand den auch damals schon witzig, als der, wie gesagt, das erste Mal in Deutschland war. Da war, ich weiß gar nicht, was da gerade neu war. Ich glaube, Mach den Rain war das neueste Lied zu der Zeit. Noch nie gehört. Ja, das ist auch wieder draußen, glaube ich, wegen irgendwie Urheberrecht am Beat oder so. Aber ne, das war so diese Drill & Swag auf Zeit ganz am Anfang. Ja. 2014, 2013, wann war das? Alter, ich habe damals so ein Indie-Rock-Cover von Drill & Swag auf übelst rauf und runter gehört. Von so einer Band, die hat danach, glaube ich, nie wieder was gemacht, aber das ging richtig viral. Gab von den Shitlers auch ein Cover. Die Shitlers? Ja, ein Punkrock-Cover von Drill & Swag auf. Geil, dann hier bin ich mal zu deiner Meinung gespannt. Vielleicht hast du es mitbekommen vor einigen Monaten. Alle einsperren. So viele gibt es nicht, die eingesperrt werden sollten. Nur 3 Leute. Alec Baldwin und seine seine Filmcrew. Ist das der einmal einen abgeknallt hat? Genau der wurde halt jetzt, also jetzt heißt es offiziell, ist Manslaughter, involuntarily, also aus Versehen, also was das... Was ist denn das in Deutschland? Totschlag, hier wisst schon. Fahrlässige Tötung? Fahrlässige Tötung, ja, wahrscheinlich. Okay. Aber das Ding ist halt, dass er, also das ist halt so eine große Debatte gerade, das ist wirklich übelst hart diskutiert worden. Ich hab's nur am Rande mitbekommen, lass mich mal zusammenfassen und du sagst, ob es stimmt. Also er war an einem Filmset, ja. Sie haben so eine präparierte Pistole gehabt, die sollte nur knallen, aber nichts rausfliegen. Und es war warum auch immer eine richtige Pistole. Okay, aber es war irgendwas, so ein Filmprop war das, wo er eigentlich, theoretisch, er sollte auf wen zielen, er sollte nur mal drücken und dann knallt es halt und der andere tut so, als ob er erschossen wird. Und dann ist da aber wirklich irgendwie keine richtige Patrone, sondern so ein Stück von diesem Knallding aus Metall oder so ist rausgeflogen, ne? Ich glaube, wenn das richtig gemacht wird, fliegt da gar nichts raus. So war das ja damals bei The Crow, da war irgendwie so eine Platzpatrone drin und dieses Stück Metall hat gereicht, um ihn zu töten. Also ich habe mal an Silvester so einen Kioskbesitzer gesehen, der hat mit so einer Pistole immer in den Himmel geschossen. Ja, habe ich dieses Jahr zu Silvester auch ganz oft gesehen, wie Leute das ganz viel gemacht haben tatsächlich. Warst du in Berlin? Nee. Okay. Nee, aber hab Clips aus Berlin gesehen. Na, jedenfalls, er hat so in die Luft geschossen und hinterher lagen da auch so Patronenhülsen auf dem Boden, aber die sind, glaube ich, an der Seite irgendwie einfach auf den Boden gedroppt. Hm.
Und wenn sowas, also weiß nicht, das war schon, glaube ich, so ähnlich groß wie eine normale Patrone. Ja. Ich bin nicht so erfahren, was Waffen angeht, aber wenn du so ein Metallding mit voller Wucht ins Gesicht kriegst, ist das bestimmt unschön. Ja. Aber was ist bei Baldwin rausgeflogen? In einer Kugel. Das ist einfach eine richtige Knarre mit einer richtigen Patrone. Das Ding ist, dass er jetzt sagt, er hätte gar nicht abgedrückt, was sehr unwahrscheinlich ist. Also das halte ich für Bullshit. Wie ist das passiert? Die große Diskussion ist halt, er ist theoretisch nur Schauspieler, aber es war auch seine Produktion. Er ist gleichzeitig Produzent. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich am Sack. Aber eigentlich, wenn du nur Schauspieler bist, hast du mindestens zwei andere Leute vor dir, die das auch checken. Aber also, deren Aufgabe nur das ist quasi. Wer hat ihm denn diese Knarre gegeben? Also er war der Verantwortliche dafür, dass das gemacht wird, oder? Für die Gesamtproduktion ist er halt der Verantwortliche. Ja. Aber es gibt eine Instanz, die nur das macht, die Pistole zu überprüfen. Hatten und dann gibt es irgendwie noch ein Set irgendwas. Wen hat er denn da eigentlich erschossen? Also, das ist halt witzig. Er hat innerhalb des Films hat er auf jemanden schießen wollen, hat den aber verfehlt oder durchgeschossen oder so arm gestreift und hat hinter der Person eine Kamerafrau erschossen. Aber hatte der zu einem von den beiden... Habe ich gesagt, dass das lustig ist? Das ist natürlich nicht lustig. Sehr, sehr unlustig, nicht gut. Ja. Aber hat er zu einem von denen irgendwie eine Beziehung? Also da kann man sagen, der hat das mit Absicht manipuliert, weil er die scheiße findet oder irgendwas? Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dumm, ne? Aber das ist für mich halt auch so eine Frage. Also bestrafst du anhand der Schwere des Schadens oder anhand der Schwere des Vergehens, weißt du? Weil da hat ja wahrscheinlich keiner mit Absicht geschossen, keiner mit Absicht Scheiße gebaut oder vielleicht. Weiß man halt nicht, ne? Aber also eigentlich ist es irgendwie, es gab bei Hitman Blood Money gab es eine Mission, da konntest du bei so einem Theaterstück konntest du so eine Fake-Pistole mit einer echten Pistole tauschen. Ja. Und du warst aber, vielleicht war das Agent 47, der sich da eingeschlichen und getauscht hat. Aber man hat keine Ahnung, wie das jetzt da reingekommen ist, wer die Pistole besorgt hat und das wer wurde das noch nicht fertig zusammengebaut hat zu Ende ermittelt, glaube ich, ja. Weil das ist ja auch eigentlich eine Frage, so wer da. Ich frage mich halt, wer nur, was ist, hat und was wer ist wenn ich Stuntman bin oder so und dann ist halt irgendwo, du drehst in freier Wildbahn und da ist halt ein Stück Holzmorsch bei einer Brücke und du fällst da drunter und stirbst. Ist dann auch der Produzent dran, obwohl der damit nichts zu tun hat, weißt du, das ist halt so eine Sache. Na, also der wird wahrscheinlich irgendwen delegieren müssen, der dann rumguckt, ob das sicher ist. Ja. Und wenn er das halt nicht gemacht hat, dann kann man ihm sagen, ist fahrlässig. Du kriegst ja auch, wenn du irgendein Geschäft betreibst zum Beispiel und du checkst das halt nicht richtig, dass das sicher ist und da fällt irgendwie das Dach runter oder da kriegt einer einen Stromschlag, dann sagt man dir ja auch, wenn du Gäste da reinholst, musst du dafür sorgen, dass die da nicht draufgehen. Ja. Also du musst ja, egal was du produzierst, musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass alle deine Angestellten oder Kollegen oder Kunden oder so, dass die da nicht groß zu Schaden kommen. Gut, und, dass bei jedem Video, was jemals gedreht war, immer ganz viel Sicherheitsbeauftragte waren. Ich finde das auch gut, dass sie bei Produktionen wie Jackass zum Beispiel, dass sie da immer, wie hießen die Scheißdinger noch, diese Tests, die du in die Nase gesteckt hast? Ne? Dass die Covid-Tests? Oder ja, was? Ja, dass sie diese, die hatten doch noch so einen PCR-Test. Ja. Ne, dass sie das gemacht haben, damit die sich halt nicht anstecken, weil das ist ja schon eine sichere Produktion, was die da machen. Ja. Aber sind wir jetzt schon so auf dem Punkt, dass wir gar nicht mehr wissen, was waren das damals, PCR oder wie hieß das? Ja, ich glaube, es ist vorbei jetzt. Ist in Deutschland auch schon beendet eigentlich? Ich glaube, jetzt zeitnah ist auf jeden Fall öffentlicher Verkehr Maskenpflicht ausgesetzt. Ich hatte von Joe Biden gehört, dass der so relativ unspektakulär einfach irgendwo langgegangen ist und so ein Reporter den gefragt hat, wie es die Pandemie ist und er sagt, hey, ist doch vorbei und es war so. Okay, hab ich nicht mitgekriegt. Weiß ich, ist ein bisschen her schon, der ist aber halt auch einfach, vielleicht hat er es vergessen oder so. Ich habe hier noch was älter. Richtig Gutes, das habe ich komplett vergessen. Aber wir haben noch nicht Alec Baldwin zu Ende. Ach so. Das ist nicht hier, das war da, aber. Ja, stirb Alec Baldwin direkt erschießen am besten als Strafe. Also, was steht jetzt auf dem Spiel, dass der vielleicht in den Knast kommt oder wie? Ja, oder halt eine sehr hohe Geldstrafe, glaube ich gar nicht, weil Manslaughter, Tötung ist halt schon ordentlich. Also, Mord ist ja mit Vorsatz, das ist es ja schon mal nicht. Nee, da gab es ja auch schon mal die Debatte in Deutschland mit den Rasern. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ein bisschen. Dass aber man irgendwie gesagt hat, wer mit 200 durch eine Stadt ballert, der nimmt das billigend in Kauf, dass der irgendwie Leute trifft damit. Und dann hat man halt gesagt, ne, der kriegt irgendwie die schwerste Strafe. Aber da war dann auch diskutiert, weil man sagt, Mord ist ja mit Vorsatz und es war ja nicht der Vorsatz, wen zu treffen, sondern der Vorsatz war nur, ich will richtig schnell sein. Ja. Man sagt dann halt, du hättest halt besser aufpassen müssen und da ist ja quasi auch so. Ne? Der wollte ja wahrscheinlich nur eine gute Szene drehen, aber hätte vielleicht
Vorher hätte er diese Platzpatronenpistole vielleicht auf irgendeinen Dummy schießen sollen, um mal zu gucken, ob das wirklich sicher ist oder irgendwas. Ne, mal in die Luft schießen. Klar, irgendwas. Wenn du es ganz streng machst, dann muss jeder, der eine Waffe benutzt, das selber überprüfen und sich nicht auf den verlassen vorher. Aber die Frage ist halt, kannst du jetzt trotzdem dafür bestrafen? Aber wird sich zeigen. Ich fand es nur interessant, aber Alec Baldwin, der hat doch eh schon lange keinen guten Film mehr gemacht. Der kann ruhig hinter Gitter. Ich kenne keinen einzigen Film von dem. Na gut. Aber was du kennst, ist Martin Luther King. Den habe ich schon mal gehört. Hast du von der Statue gehört? Nein. Es gibt in Boston eine neue Statue von Martin Luther King. Und zwar so ein ganz berühmtes Foto, kennst du wahrscheinlich, wie er so eine Frau umarmt? Hast du wie er von Alec Baldwin erschossen wird. Genau. Ich glaube, der war das damals. Hast du bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Und das Ding ist, dieses Foto, finde ich jetzt hier leider nicht, ist egal, hat halt als Vorlage gedient für die Statue, die jetzt weiß man eigentlich, wer offiziell der Schütze ist bei dem? Weiß ich gar nicht. Also es wird ja irgendwie vermutet, dass CIA-Finger im Spiel hat oder so, aber bei zum Beispiel John F. Kennedy haben sie ja wenigstens so einen Schuldigen gehabt, den man da hingestellt hat und gesagt hat, der hat das bestimmt alleine gemacht. Bei Martin Luther King weiß man gar nicht, oder? Der wurde doch so ähnlich einfach. Bin ich leider nicht ganz drin. Auf jeden Fall, die Statue ist riesengroß, irgendwie, ich würde sagen, 6-7 Meter hoch und besteht quasi nur aus 4 Armen, die so ineinander greifen. Ja, und es gibt, das ist 360 Grad begehbar, aber es gibt eine Position exakt, aus der man erkennt, was es sein soll. Okay. Aus der anderen Perspektive sieht es hier zum Beispiel aus wie so 2 Beine und ein Kopf, der da irgendwie gerade eine Frau befriedigt. Na, geil. Dann in der nächsten Einstellung, vielleicht sieht man das hier so ein bisschen, sieht es halt aus wie eine Hand, die einen riesigen Schwanz in der Hand hat. Ich finde das gut. Ich finde es auch gut. Das Problem ist, dass halt Leute das im Internet gesagt haben, weil haha, witzig, Schwanz und so. Und jetzt dann wird die wieder abgebaut? Nee, die wird nicht abgebaut, aber da gab es halt 1000 verschiedene Sendungen, wo es heißt, hey, das sind alles nur Trolle, das ist gar nicht möglich. Und es ist halt super offensichtlich. Dass man, also es ist jetzt nicht so abwegig, dass man das da sieht. Ja? Und dann sind da halt so TV-Show-Hosts, die da so stehen und sagen, boah, das ist völlig aus der Luft gegriffen und so. Das ist halt super witzig. Weil und blenden die es auch dann ein? Die blenden das auch ein, ja. Und es ist halt wirklich, also ihr könnt ja mal googeln, Martin Luther King Statue Boston. Es ist einfach offensichtlich, dass es also klar, es soll kein Schwanz sein, der da gehalten wird. Oder eine riesige Scheißwurst vielleicht auch. Ja, so sieht's von vorne sieht's gut aus. Aber, und von hinten siehst du halt hier so einen riesigen Schwanz. Das ist schon abstrakt, ne? Wo ist es denn Martin Luther King jetzt? Na, das ist halt eher, Kopf sieht man nicht, oder was? Das sind seine Arme und das sind ihre Arme quasi. Wessen Arme? Na, von diesem Frau berühmten oder Foto. Kannst ja mal statt Statue nach Foto googeln, dann findest du das auf jeden Fall. Ja, ich find's einfach witzig, sich da so zu stellen, als wäre das total abwegig, da einen Schwanz zu sehen. Nee, ohne Statue, meine ich. Ja, aber gut, man weiß dann ja nicht. Das ist das berühmteste Foto von dem. Echt, das berühmteste Foto kenne ich, wie er auf dem Balkon steht und winkt. Das hier. Ja, gut, vielleicht war berühmt ein bisschen übertrieben, aber das muss doch hier irgendwo dabei sein. Wo findet man das? Dann google halt vielleicht noch Embrace dahinter oder sowas. Hier, das hier kenne ich auch, wie er so guckt, ob er dir sagen will, what the fuck? Mach mal Embrace. Foto Embrace. Ja, okay, so heißt es, da ist es aber, da ist das auch. Wer ist die Frau? Coretta Scott King, Boston Connection. Okay, ja, stimmt. Steht doch da. Was hat die gemacht? Ist das auch so eine? Das ist auch so eine, das ist nur eine wichtige Frau gewesen. Okay, ja, gut. Wichtige Frauen finde ich gut. Okay, ja. Und hier ist es, naja, gut, das ist quasi eine Statue nur von deren Armen. Ja. Großartig. Naja, ist doch cool. Ja, also von einer Seite sieht es aus wie Frau befriedigt, von der anderen Seite großer Schwanz in ihrer Hand. Es ist einfach. Ja, aber was willst du machen, wenn du nur die Arme nimmst, dann sieht es halt so aus, ne? Ja. Also es ist ja schon detailgetreu nachgemacht eigentlich. Ja. Ja, gut. Also ich finde, es ist eine kreativere Statue als das auf einfach jeden Fall. Nur eine Person, die halt steht und irgendwie die Hand hochhebt oder so. Ich finde halt, das Ding ist, man hätte ja einfach das hinnehmen können, okay, für manche sieht das so aus, ja, aber halt so eine Sendung zu machen, also ich habe wirklich ganz viele gesehen, wo es dann so heißt, das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, die trollen alle nur und so, das macht es halt einfach super witzig für mich. Ist diese komische große Bohne auch in Boston oder ist es die wahr, große ne? Bohne? Sagt mir gerade nichts. Kennst du die nicht? Es gibt so eine riesige Statue, hier diese. Cloud Gate. Doch, habe ich mal gesehen. Wo steht die? Ist das Metal. Vielleicht haben die da einfach irgendwie so ein Chicago. Ja. Chicago. Okay, vielleicht dachte ich, vielleicht haben die da einfach so ein Ding für große Metallklumpen.
Ist auch riesengroß, dieses Ding, ne? Da kannst du drunter durchgehen. Ja. Ist einfach so ein riesiger Metallblob. Aber das verkratzt doch über die Jahre. Ja, weiß ich nicht. Also hier sieht es nett aus. Vielleicht ist es auch ein Job, einfach nur die immer irgendwie wieder zu polieren oder so. Na gut. Ja. Aber ja, finde ich gut. Der hat auch hoffentlich nicht irgendwie so viel Dreck am Stecken, dass man die wieder abmacht, ne? Weil der ist, glaube ich, weiß man ja nicht. Manchmal findet man ja von irgendwelchen Promis noch Jahre später irgendwas oder so. Man sagt, ah, das, was der damals gesagt hat, das macht man halt nicht mehr und dann reißt man die Statue wieder runter und so. Ja. Martin Luther King ist, glaube ich, eine relativ zukunftssichere Figur, dass man nicht, dass die Statue mal von bei dem kaputt macht. Vielleicht kommt irgendwann raus, Martin Luther King hat kleine Mädchen angefasst oder ihnen schmutzige DMs geschrieben. Weiß man nicht. Weiß man nicht, aber das ist so eine Tradition jetzt im Brennpunkt. Letzte Woche hatten wir hier Andrew Callahan. Mhm. Diese Woche können wir über Justin Roiland berichten, der Rick and Morty Sprecher. Ah, der, ja. Der hat das auch erfunden sogar, ne? Der hat das nicht nur gesprochen, der ist auch einer der Erfinder. Kinderficken hat er erfunden. Der hat zusammen mit Dan Hammond oder so, das waren ja zwei Leute, die das ganze Ding gegründet und erfunden haben und gesprochen und ja. Justin Roiland ist einer davon, ne? Nee, da sind auf jeden Fall auch sehr, sehr viele DMs aufgetaucht von wegen, das eine fand ich gar nicht so schlimm, da geht's drum, dass er irgendwie besoffen einer von der Kreativabteilung der Sendung schreibt er irgendwie nachts, ey, schreib mal ein Lied, wie du von ganz vielen Schwänzen umringt bist und die dich alle vollwichsen oder so. Ja und? Das ist ja, ja, also theoretisch, wenn sie halt öfter solche Lieder schreibt, ist ja das innerhalb des Kosmos von Rick and Morty gar nicht so ja, absurd, sag ich mal. Comedy vielleicht, oder? Ja. Oder meint er das ernst? Er hat halt dahinter geschrieben, war nur Spaß, nimm's nicht ernst, ich bin beim vierten Wein und sowas. Mhm. Ja. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Aber er hat halt anderen Minderjährigen irgendwie geschrieben, oh. Wie fühlt es sich an, so ein Jailbait zu sein und so? Du fucking Jailbait. Irgend sowas in die Richtung. Es gibt ganz viel, was aufgetaucht ist. Mhm. Und ja, mal gucken, wer nächste Woche dran ist. Das ist auch gefährlich aktuell. Ne? Früher hat man Prominente ja oft gar nicht so nah gekannt. Mhm. Man weiß das ja gar nicht bei allen. Meistens haben die ja irgendwo mal eine Rede gehalten oder mal ein Konzert oder mal ein Buch oder so. Aber die haben so wenig behind the scenes. Wenn die telefoniert haben, dann war das halt weg. Außer die haben vielleicht einen Brief geschrieben, den dann irgendwer in die Presse gebracht hat. Aber in der Regel, wenn was im privaten Gespräch passiert ist oder in einem Telefonat, dann war das halt einfach nicht gesaved. Ja. Und heutzutage wird halt rund um die Uhr alles irgendwo aufgezeichnet. Und dann findet man halt, dieser Typ, der ist ja ein netter Typ, aber vor 10 Jahren besoffen bei Twitter, hat der aber hier Scheiße gebaut. Und kennst du das Chuck Berry-Video mit der Prostituierten? Ja. Das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt ein übelster Held. Die ganze Welt kennt den, der eigentliche King of Rock'n'Roll oder so, scheiß auf Elvis. Ja. Und dann einfach irgendwann kommt raus, ja, der furzt halt gerne Prostituierte ins Gesicht und so. Es ist halt einfach aber absurd. Ist komisch, dass solche Sachen irgendwie immer einen Sexbezug haben. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, der ist heimlich ein Kannibale oder so. Das ist immer irgendwie, wenn irgendwer Dreck am Stecken hat und eine perverse Sau ist, dann hat das immer was mit seinem Schwanz zu tun. Jedes Mal. Ja. Naja, also ich bin gespannt, ob eine neue Staffel Rick and Morty jetzt noch kommt, weil ich kann mir auch vorstellen, ohne die Stimmen wird das, hat es einfach keinen Sinn. Hat er keine Chance mehr dann, das einfach trotzdem zu machen? Also bei ihm sieht es halt auf jeden Fall härter aus als bei Andrew Callahan, der mittlerweile auch ein Statement gemacht hat. Das war aber ein sehr komisches Statement, oder? Ja, und er will jetzt bei halt anonymen Alkoholikern mitmachen. Es sah aus wie eine Parodie, als hätte der einfach so eine Liste abgearbeitet. Ja. We can do better und ich dachte, das wäre cool, aber es ist ja eigentlich doch nicht cool und in Zukunft werde ich immer darauf achten, dass beide consenten, außerdem habe ich ein Alkoholproblem und dies und dies und das wirkte echt, als wäre der so ein, hätte so ein Entschuldigungsbingo gespielt damit. Ne? Es ist auch, glaube ich, echt davon abhängig, wie sehr die Person vorher gemocht wurde oder der Content der Person. Ja. Wenn halt irgendein ApoRed-Scheiße baut und macht eine Entschuldigung, wird er halt viel mehr zerfleischt, als wenn jemand wie Andrew Callahan, der eigentlich immer, oh, der coole Typ mit den coolen Interviews, der macht wichtige Arbeit und so. Mhm. Das ist halt ein Unterschied. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob das, was du da machst, Bezug hat zu dem, was du öffentlich machst. Ja. Ne? Bei ApoRed ist ja zum Beispiel, der hat ja immer wieder angegeben, wie reich er ist und dann kommt irgendwie raus, stimmt nicht oder so und dann macht man sich vielleicht noch mehr drüber lustig, aber ich weiß nicht, was Andrew Callahan macht oder wie hieß er, Justin Roiland, das hat ja eigentlich nichts mit deren Sendungen zu tun.
Ne, man kann halt nur sagen, ich mag jetzt diese Person nicht mehr sehen. So wie bei Kachelmann, ja, war das der ja so. Der spricht halt beide, der spricht halt Rick und Morty. Ja. Und deswegen, also ohne den wird es, glaube ich, eh nicht funktionieren. Hast du das bei Kachelmann mitbekommen damals? Ja. Der wurde ja, also... Aber da war es ja nicht rechtens, also nicht... Nee, aber der war ja in U-Haft, dann kam der raus, dann wurde der freigesprochen und er hat ja seinen Job dann trotzdem verloren. Mhm. Und er hat selber in einem Interview hinterher gesagt, man hätte ihm mitgeteilt... Wir wissen alle, du warst das nicht, aber du musst dir mal Gedanken drum machen, was die Leute sich denken, wenn sie dich sehen. Mhm. Ne, weil du hast jetzt so ein schlechtes Image, vorher warst du der Top-Wettermann, den alle geil finden. So und hart, jetzt sitzt vielleicht jemand vorm Fernseher, die sagen, und jetzt das Wetter, und vorm Fernseher sitzen die Leute, der hat dieses Schwein. Ich wollte von der Sonne hören, jetzt denke ich an Vergewaltigung, toll. Ja, und das deswegen so ein Image-Ding, dass das dann immer ein Problem ist. Aber der ist ja selbstständig und läuft ja gut, soweit ich weiß, oder? Mit seiner... Ja, aber das hat eine Weile gedauert. Also der ist schon erstmal tief runter und jetzt kommt er halt wieder hoch, aber so einfach war es wahrscheinlich nicht. Ne? Yeah. Der hatte vorher einen easieren Job. Aber mit den anderen, also weiß nicht, man erwartet ja so ein bisschen immer, dass alle diese Promis komplett integer sind und eigentlich so eine, die spielen ja alle eigentlich gewissermaßen eine Rolle, alle, die in der Öffentlichkeit sind. Und dann erwartet man immer, dass die Privatperson exakt genauso ist wie die Rolle und dass der auch in seinem Liebesleben komplett gesunder Mensch ist, der keinem was zuleide tut, und dann kommt irgendwie raus, die Hälfte von denen sind halt doch irgendwie komisch. Ja. Und weiß nicht, also würde dir das die Serie kaputt machen? So jetzt sagen, jetzt kann ich Rick and Morty nicht mehr gucken, weil der eine Sprecher ist ja eine Drecksau. Also ich habe da echt gut emotionale Distanz. Ich kann, also ich habe auch schon fragwürdige Musik gehört von fragwürdigen Leuten. Und stell dir vor, ein Musiker, den wir beide mögen, G.G. Allen, der wäre irgendwie sexuell so ein bisschen pervers. Ich glaube, ich könnte das nicht mehr anhören. Das ist halt so eine Sache. Also ich finde das halt lustig. Ich habe da Distanz zu. Also ich finde das natürlich scheiße, wenn, also die Opfer ist halt super kacke, wenn die damit konfrontiert werden andauernd. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, kann ich damit gut. Aber... Also es ist, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig bestätigt. Ich würde auch immer noch sagen, hey, da muss ein unabhängiges Gericht das klären und so. Mhm. Aber es sieht schon sehr aus, als ist das alles legit, was da angesammelt wurde an Vorwürfen. Ich habe noch eine kleine Amerika-Sache, die ich sehr, sehr witzig finde. Ich habe ja immer mein kleines Amerika-Segment. Und da ist gerade das große Ding, dass die Republikaner für Gasofen kämpfen. Ja, das habe ich gehört, aber nicht verstanden. Es ist halt total absurd. Es ist halt dieses typische Anti-Sein. Es gab eine große Studie, die herausgefunden hat, dass irgendwie, warte, ich hatte es mir, glaube ich, aufgeschrieben, 600.000 Kinder haben Asthma und das wird zusammen verknüpft mit der Verwendung von Gasöfen. Sind die nicht auch super gefährlich, wenn irgendwie das nicht ganz dicht ist? Ich finde die auch super scheiße, Alter. Ich bin in Spanien immer überfordert, wenn ich da... Du musst da mit einer offenen Flamme hantieren. Wer macht denn das? Also beim Elektroofen, da drückst du einen Knopf und bist fertig. Und ich habe mir mal an einem Gasofen mein Lieblings-T-Shirt kaputt gemacht, weil wir gekocht haben. Ich habe mich zur Seite gedreht und die Seite ist drüber und hat gebrannt. Ja, super scheiße. Aber das Ding ist halt, diese Studie sagt, ey, vielleicht ist es nicht so gesund, Gasöfen zu machen. Und da hat Biden so einen Draft gemacht, dass die in Zukunft quasi nicht mehr hergestellt würden. Ja, das macht man mit Autos ja so ähnlich, dass man dann sagt, ihr kriegt jetzt halt keine Zulassung mehr oder so. Genau, und dann heißt es aber gleich wieder My Freedom, My Freedom. Die wollen uns unsere Gasöfen wegnehmen. Und dann gab es ganz viele Politiker, die so Bilder gepostet haben von ihrem Gasofen. Nur über meine Leiche. Also im Grunde geht es bei dem Ofen doch darum, du willst Essen zubereiten. Ja. Und wenn du auf einem anderen Ofen Essen in gleicher Qualität und in gleicher Geschwindigkeit zubereiten kannst und es sogar einfacher ist, du drehst nur das Knöpfchen, ohne da ein Feuerzeug dran zu halten, ist doch besser. Es ist das typische, einfach aus Prinzip Anti-Sein-Ding. Die wollen uns was verbieten, wir lassen uns nichts wegnehmen. Also und es ist ja nicht mal so, Vorteil? Es ist ja nicht mal so, dass die Leute in die Wohnung kommen und deinen Ofen wegnehmen. Es werden einfach keine neuen gebaut. Es war mit Glühbirnen doch auch so. Ja. Es ist so witzig. Mit Glühbirnen gab es wenigstens das Argument, dass die Lichtfarbe irgendwie angenehmer war bei den alten oder so. Dass man dann sagt, jetzt ist in meinem Zimmer nicht mehr so gemütlich wie vorher. Ja, aber Lichtfarbe gibt es ja auch 1000 verschiedene Varianten. Ja, inzwischen gibt es auch so viele verschiedene Glühbirnen. Da sind auch welche dabei, die ganz nett aussehen. Ich habe halt im Zuge dessen auch erfahren, dass es irgendwie innerhalb von irgendeinem Gebiet in Amerika, irgendeine größere Stadt, gab es Blei im Wasser. Mhm. Und in diesem Gebiet war die Verbrechensrate viel höher. Mhm. Weil das irgendwie die Leute halt haben eine kürzere Zündschnur oder so und rasten eher aus. Und dann haben die das halt auch untersucht, haben dafür gesorgt, dass das Blei weg ist und es ist auch runtergegangen. Und hätten die Leute dann gesagt, ey, können uns nicht unser Blei wegnehmen. Weißt du, das ist halt so das Gleiche. Kann man da verminderte Schuldfähigkeit oder so dann vor Gericht machen? Kann man sagen, ich habe dem Mann in die Schnauze gehauen, aber es liegt am Blei, was ich wollte eigentlich gar nicht. Das wäre eigentlich auch gut, ja. Ich war nicht besoffen, aber ich habe halt Bleiwasser getrunken. Ich bin quasi fast besoffen, nur halt mit Blei statt mit Alkohol. Ja.
Ja, also das ist so ein weiteres Ding, der ja, amerikanische ich bin nicht Wahnsinn. Tief genug drin, um zu wissen, ob es irgendeinen Vorteil gibt von Gasöfen. Aber an sich bin ich ja generell kein Fan davon, irgendwie Gas zu verkokeln, weil man eigentlich nicht müsste. Weil selbst wenn man Klimawandel leugnet und sagt, das gibt's alles nicht, CO2 macht nichts und so weiter. Also selbst dann kann man ja trotzdem für regenerative Energien sein, weil die sind halt nicht weg irgendwann. Ja. Wenn du halt Kohle alles rausholst oder Gas oder so, das zündest du an und dann ist es halt erstmal, ne, kannst du nicht so schnell nochmal benutzen. Ja. Aber Sonne, Wind und Wellen, das wird es wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch geben. Vermutlich. Und da stellst, also gut, du vermutlich musst, sogar noch mehr als jetzt. Ja gut, also Sonne ist doch jetzt einfach noch vielleicht noch 2-3 Lützerats wegbuddeln, ein bisschen heißer machen, dann schaffen wir, glaube ich, das 6-Grad-Ziel. Ah, das und ist dann, von RWE der Langzeitplan. Die gehen später in Solarkraftwerke, so wie jetzt halt die Industrie auch, die irgendwelche Regenbögen verkauft und so, denen das vorher scheißegal war. Ja. Und dann merken sie, ach, jetzt ist es ist eine gute Zeit dafür, zack, alle dabei. In ein paar Jahren alle Energiekonzerne auf, plötzlich dann große Fans von Solar, weil ist ja immer schon die richtige Entscheidung gewesen. Wir hatten halt nur diese ganze Kohle und das ganze Gas einfach noch da. Und ja. Aber also wir haben ja kürzlich auch gesehen, dass es gibt da so ein Land, das hat Deutschland Gas verkauft und dann war das Land so ein bisschen unbeliebt. Mhm. Und man hat dann gesagt, scheiße, wo kriegen wir jetzt Gas her? Ja. Und dann geht man zu einem anderen Schurkenstaat und sagt, gut, holen wir halt Gas von dem. Aber wenn man keinen Gasofen hat, sondern einen Elektroofen, also Elektro kannst du auch aus Staaten kriegen, die jetzt nicht unbedingt einen Diktator an der Macht haben. Und mit Gas ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen vorher. Ja. Ich habe noch ein paar Themen und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich mal ganz schnell hier weiterleiten zum ein Thema, bei dem ich nicht so viel Plan habe, aber was ich doch bemerkenswert finde. Also ich spiele ja Magic. Magic ja, von ich bin Fan. Wizards of the Coast. Die haben auch noch als andere Serie oder als andere Marke D&D, Dungeons and Dragons, kennst du wahrscheinlich auch. Vom Namen, ja. Ich weiß, das ist so, es ist so ein quasi so ein Spiel, wo du ganz viel auf dem Zettel mit deinem Stift schreiben musst, ne? Ein Pen and Paper Computerspiel ohne Computer. Ja, ist halt viel im Kopf, ne? Findet auch statt. Und hast halt einen Erzähler, der dich da durchführt. Wenn du noch nie Pen and Paper gespielt hast, müssen wir echt mal machen. Basti zum Beispiel ist ja da so ein Führer. Mhm. Das ist schon geil, also kannst halt alles machen. Mhm. Also Herr Rodes hat da zum Beispiel mal, nee, sag ich jetzt lieber nicht. Oh oh. Der hat sich da genannt wie so ein Frontmann von einer Band und hat dann. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Band. Egal. Also, auf jeden Fall haben die so einen richtig cleveren Marketing-Move gemacht. Die wollten nämlich mehr Geld, weil Wizards will immer Geld, beziehungsweise was drüber steht, ist Hasbro. Die wollen halt ganz viel Geld und außer, also die ganzen anderen Marken machen nicht so viel Plus wie bei Magic jetzt zum Beispiel. Und die haben sich entschieden, dass diese ganzen, also Dungeons and Dragons ist quasi wie so ein Sandkasten, wo du mitmachen kannst, das ist so ein Rahmen und innerhalb von diesem Rahmen kannst du halt deine komplett eigenen Geschichten entwerfen. So. Ja. So, und die stellst du dann online, teilst die mit anderen und so. Und jetzt haben die sich entschieden, Wizards of the Coast, dass sie diese Stories quasi für sich beanspruchen. Also es ist quasi, als würde jemand, wenn du Stifte kaufst, würde die Firma von den Stiften sagen, die Bilder, die du damit malst, da haben wir Rechte dran. Ja. Und die verkaufen wir dann. Das gab es doch so ähnlich bei Let's Plays auch mal, dass es da eine Debatte gab, ob dem Spieleentwickler die Let's Plays gehören. Ja. Tod ist. War, glaube ich, auch. Da gab es, glaube ich, sogar unterschiedliche. Da finde ich es nochmal. Da finde ich es aber verständlicher, weil das ist halt eine feste Erfahrung, das Spiel. Wenn du hier was komplett Eigenes schaffst. Ich finde, es kommt aus Spielern. Genau. Wenn du in Minecraft irgendwas baust oder so, haben sie dir den Bausatz gegeben. Wenn du aber so ein Story-Game einfach durchspielst, dann kann ja auch der Zuschauer das einfach gucken und hat die gleiche Erfahrung fast. Ja. Auf jeden Fall gab es einen riesen Shitstorm und es wurde wieder zurückgenommen, aber so richtig vom Tisch ist es trotzdem noch nicht. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut. Lass mich raten, das ist halt wie bei Lego, Nintendo und so, die Produkte sind ganz nett, aber die Firma dahinter. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also gerade was in den letzten paar Jahren bei Magic halt abgeht, ist ja auch nicht feierlich. Die haben ein paar Karten abgeändert, weil irgendwie, das ist schon länger her, ne? Weil irgend so ein Zeichner, glaube ich. Ja, das gibt's öfter. Also es gibt eine, die hat auch so Verschwörungstheorien geteilt, deswegen ist die jetzt nicht mehr angestellt. Dann gibt es einen anderen, der halt vermutlich rechtes Gedankengut in seine Bilder eingebracht hat. Das hatte mir Dion, glaube ich, gezeigt mal. Und das, also der hatte mir ein paar Bilder gezeigt und die sahen schon, also wenn du den Zusammenhang ziehst, da schon sehr, sehr danach aus. Naja, das Ding ist, es gibt eine Karte, die heißt Invoke Injustice und da drauf sind halt Leute zu sehen, die aussehen wie der Ku Klux Klan. Ja. Aber
das heißt ja noch lange nicht, dass er den gut findet. Weißt du, wenn's halt, kann auch witzig gemeint sein. Naja, oder witzig ne? Oder einfach, also wenn. Oder Zufall. Wenn man an Injustice denkt, denkt man vielleicht auch an Ku Klux Klan. Ja, gut. Ja, ja, ist halt schwierig zu sagen, aber der ist auf jeden Fall raus. Hm. Und so ein paar andere. Also eine, ich glaube, Brigitte Nielsen, nee, nicht Brigitte Nielsen, das ist die Schauspielerin. Wie heißt die? Therese Nielsen. Mhm. Das war so eine der beliebtesten und die hat halt dann angefangen, auch irgendwie irgendwelche Verschwörungstheorien zu teilen und ich glaube auch gegen Transpersonen zu hetzen. Irgendwie sowas. Und deswegen, also sowas hatten sie öfter. Ich habe gerade hier mal nachgeguckt bei der Wikipedia-Liste, Liste der Länder nach Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wo Deutschland bei 45 ist. Mhm. Was auch im Vergleich mit dem Rest von Deutschland gar nicht mal so gut ist. Man denkt eigentlich, ist es noch weniger, ne? Weil es das heißt ja immer, die paar kleinen Windräder, die paar kleinen Solaranlagen oder ja. So. Aber wir haben wohl in Deutschland schon 45% Strom daraus. Also die Schweiz hat noch mehr, 65, Dänemark hat um die 80, Österreich auch um die 80. Amerika ist bei 20. Mhm. Vielleicht wollen sie deswegen die Gas-Stoves, weil... Wahrscheinlich. Obwohl, sonst müsste man ja mehr Strom verbrauchen vielleicht. Aber Äthiopien habe ich jetzt da richtig auf Platz 9 gesehen. Ja, was geht ja die haben wahrscheinlich einfach generell keinen Strom. Die haben gar keinen Strom. Die haben dann da ist ein eine so ein Solarplatte und ein so ein Typ auf dem Fahrrad. Ja, ich auch manche hier, ich glaube Nepal oder so, Antarktis, da wird wahrscheinlich auch nicht so viel Strom gebraucht. Ne? Die, der haben Antarktis ist vielleicht noch ein bisschen zu frostig, um da schon da stehen, was rauszuholen. Weiß nicht, da stehen 5 Forschungsstationen und dann reicht da wahrscheinlich ein Gezeitenkraftwerk oder so. Ja. Aber, ja, also... Albanien. Nice. Amerika ist nicht so weit vorne mit sowas, aber die haben ja auch immer diese, wie hießen die, Koch Brothers oder aber. So, die sind doch da ganz gut dabei mit, ne, mit Wahlkampfspenden für beide Parteien und sowas und die sind dicke im Ölgeschäft drin. Ne? Mir fällt nur gerade noch auf Nordkorea auf Platz 21. Ist ein tolles Land, oder? Ja. Also ist gar nicht so schlecht, wie alle aber sagen. Aber an sich ja logisch, die machen ja immer ihr eigenes Ding. Wenn die, also die können ja gar nicht Strom von anderen nehmen. Von, wer will die Außenwelt ist ja immer böse und existiert ja nicht. Also Nordkorea ist nicht besonders groß. Ja. Und wenn du da jetzt alles ausgebuddelt hast, wo willst du Neues herkriegen, ne? Ja. Ansonsten ein letztes großes Thema. The Last of Us Folge 1. Ich weiß ja gar nicht, ob du so ein krasser Seriengucker bist. Und ich habe auch die Serie nicht geguckt. Naja, es gibt erst eine Folge. Okay. Aber die ist halt direkt auf... Platz 1 IMDb, der bestbewertetsten Pilotfolgen einer Serie ever. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber es ist trotzdem noch weit über 9 auf jeden Fall. Und ich habe sie das gesehen. Irgendwie gesehen, heißt Rated Pilot Episodes, there is no page. Sehr gut. Nee, das sind das. Ja, geh halt auf IMDb und guck nach Last of Us oder sowas. Keine Ahnung. Aber kann man nicht sehen, die Liste, die besten ersten Folgen oder sowas? Na, irgendwo gibt's die auf jeden Fall, aber... Erste Folge Serien. Gibt's nicht sowas? Weil, na, findet man nicht. Wo hast du das her? Ich wollte mal die anderen sehen sonst. Ich habe die Seite nicht gesehen, aber es war ein Screenshot der Seite. Ach so, irgendwo auf IMDb muss es so ein Ranking geben. Okay. War da nicht gerade TV-Rating irgendwas? TV-Episode-Rating-Count? Okay, Breaking Bad. Platz 1 mit 10 von 10. 10 von 10, ja gut, die ist halt auch legendär, die Folge. Aber gute Serie. Es geht hier, in der Liste geht es halt um... Aber das ist nicht die erste Folge, ja, das eben. Ist eine der letzten. Ja. Genau, es geht hier nicht um die Pilotfolge. Mhm. Aber Attack on Titan, auf jeden Fall auch geil, kann ich an dieser Stelle mal empfehlen, kommen auch bald die letzten Folgen raus. Aber Last of Us, Folge 1, wenn man das Spiel gespielt hat, findet man es gut. Wenn man es nicht gespielt hat, findet man es gut. Alle können sich darauf einigen, oh, das ist eine Videospielumsetzung, die ganz nah am Original ist. Es ist so geil. Und Videospielverfilmungen sind auch immer geil. Ich bin auch großer Fan von Uwe Boll und das ist sehr lustig immer. Also gerade in den letzten Jahren ist es, glaube ich, schon besser geworden. Ja. Es gab ja hier Arcane und so, was übelst gehypt wurde. Hast du nicht, wie ist das, Dota oder wie heißt das? Ja, doch. League of Legends, ist das nicht das? Ich glaube, das ist die Serie dazu. Weiß ich nicht, ich weiß auf jeden Fall, zu Dota gab es eine Netflix-Serie. Ja, dann ist das die. Aber ist das nicht, hängt das nicht zusammen? League of Legends und Dota? Also soll ich dir kurz die Story zusammenfassen? Ah, unbedingt. Also es gab erstmal Warcraft und Starcraft. Ja, kenne ich. Da hat jemand als Fun-Map Dota entwickelt, also Figuren von dem anderen Spiel genommen und neue Karte, neues Spielprinzip. Ja. Dann ging das ein bisschen weiter. Dann hat irgendwann ein Typ, der dieses Projekt hauptsächlich betreut hat, gesagt, da kann man ja gar kein Geld mit verdienen, ist ja voll scheiße. Und der hat dann League of Legends gegründet und hat quasi Dota kopiert, Sachen ein bisschen geändert, hat halt ganz viel Monetarisierung reingemacht, Standalone ohne Warcraft und so weiter.
Und dann hat der Typ, der Dota 1 weiter betreut hat, hat dann irgendwann Dota 2 gemacht und jetzt sind die so ein bisschen parallel und verfeindet. Und also League of Legends hat mehr so massentaugliche Anime-Figürchen und ein paar komplexe Techniken rausgenommen. Und Dota ist ein bisschen komplexer, kann man inzwischen, ist inzwischen auch bei Steam, kann man gut Geld mit verdienen, aber ist ein bisschen langsamer hochgekommen. Okay. Und also der Typ von League of Legends hat früher mal Dota 1 gemacht, aber auch nicht so lange wohl. Und also League of Legends bin ich null drin, bei Dota habe ich mitbekommen, gab es eine Serie, habe ich die erste Folge geguckt und fand die dann langweilig, weil es so ein Anime und weiß nicht, die Charaktere, die drin vorkamen, sind jetzt nicht die Netflix, die mich interessiert haben. Ja, ja, habe ich nur eine Folge geguckt und ja, war nicht so meins, aber ich bin auch kein Anime-Fan. Ja. Vielleicht ist es deswegen auch immer. Aber vielleicht guckst du mal bei Last of Us dann rein. Aber es dauert noch, ich glaube erst Mitte März sind alle Folgen draußen, 9 insgesamt. Mhm. Wird halt das komplette erste Spiel umfassen. Und ist schon echt stark, muss ich sagen. Ich komme halt mit der Hauptfigur weiblich, komme ich nicht so ganz klar. Ist halt auch eine Frau, ne? Ja, ganz schlimm. Eklig. Aber, also er passt halt super. Und bei ihr ist halt das Problem, die redet halt schon ein bisschen so. Und das passt halt überhaupt nicht zu der Figur im Spiel. Aber, ja. Ist auf jeden Fall sehr gut für die Leute, die vielleicht nicht die Geduld haben, diese 15 Stunden in das Spiel einzusetzen. Aber man sieht quasi das Gleiche, was man auch im Spiel hätte. Mehr oder weniger. Ja, das, was halt, was du im Spiel an Gameplay hast, wird halt hier durch Hintergrundinformationen auch so ein bisschen aufgefüllt. Aber dann weißt du als Gamer ja eigentlich quasi schon, was passiert. Ja. Kannst du dann alles schon voraussehen. Ja, aber ist trotzdem geil. Ja, man könnte ja auch im gleichen Universum dann irgendwie eine Parallelgeschichte machen, gibt's ja auch manchmal. Wird wahrscheinlich kommen. Mhm. Also das wird garantiert nicht die letzte Staffel bleiben. Ja, okay. Und irgendwann, es gibt ja nur 2 Spiele. Ja. Wenn jetzt Staffel 1 Spiel 1 ist, Staffel 2 Spiel 2, dann wird es ja dann irgendwann knapp und die machen garantiert noch weiter. Parallel dazu gab es noch eine andere neue Serie, die heißt Velma. Das ich ist bin die, nicht so ein Seriengucker. Nee, aber das ist ein Shitstorm gewesen, deswegen will ich es noch reinnehmen. Okay. Das ist die mit Brille von Scooby-Doo, diese kennst du doch, oder? Ja. Die auch irgendwie Geister jagen oder so ein Scheiß. Da habe ich auch nicht geguckt. Und das ist, ja, es ist halt jetzt so ein bisschen umgedreht und es ist so, es wirkt wie, als würden sehr rechte Leute eine Show machen, die so aussehen soll wie eine Parodie, wie sehr linke Leute eine Show machen würden. Das ist ganz, ganz komisch. Und ist auch so oder ist nur eine Vermutung? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es echt schwer einschätzen. Ich habe die ersten 10 Minuten der ersten Staffel, der ersten Folge gesehen. Ich habe es einfach ausgemacht, weil es war so langweilig. Aber was ganz komisch war, es fängt halt an der Highschool mit 5 bis 10 nackten Minderjährigen irgendwie in der Dusche und die sind aber so selbstreferenziell wie, hahaha, weißt du, in den Pilotfolgen, da wird immer mehr nackte Haut gezeigt als in den Folgen danach und so. Das ist ganz komisch und dann halt permanent so, ja, halt ist dieses Klischee. Vielleicht einfach eine schlechte Serie? Vielleicht ist es auch einfach eine schlechte Serie, ja. Aber es ist halt wirklich ein riesen Shitstorm gewesen. Velma, biggest trash ever und so. Das fand ich als Kontrast sehr witzig. Zum einen Last of Us neu gestartet, direkt hier Platz 1 aller Zeiten und Velma dagegen, die irgendwie 2,0 auf IMDb hat. Und ja, muss man sich nicht angucken. Ist komisch. Wir sind auch durch mit der Zeit. Also du hast jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges, was dir unter den Fingernägeln brennt. Ich überlege gerade, aber ach ja, Andrew Tate ist im Knast. Andrew immer Tate, noch. Ja. Geil. Ich habe da jetzt, also ist er schon länger jetzt wohl, aber jetzt ist wohl noch rausgekommen, dass es doch nicht so viele Autos sind, ja, wie er behauptet hat. Er hat ja angegeben, dass er 33 Autos hat und der Loser hat wohl nur so 15 oder so. Peinlich. Es ist echt peinlich, also, nur wirklich? 15. Und dann teilweise gehörten die ihm wohl gar nicht mal richtig, sondern waren die irgendwie unangenehm, gemietet, echt, ausgeliehen, geleased, keine Ahnung, irgendwie so. Ja. Und es sind einfach weniger, als er gesagt hat. Und man kann sagen, dass er die nicht mehr haben darf, weil er hat wohl Geld mit illegalen Methoden verdient, dass er Frauen wohl vorgespielt haben soll, dass er verknallt in sie ist. Und er ist halt auch ein reicher Unternehmer und sportlich und so. Ne? Dann gehen die vielleicht mal mit. Und sobald die dann mit ihm in einem Zimmer waren, Konjunktiv, ne, ich weiß nicht, ich bin ja kein Jurist oder so, es ist wohl auch noch nicht zu Ende, aber es gibt wohl mehrere Anschuldigungen. Er soll die dann wohl körperlich angegangen und haben und, ja, und dann genötigt haben, für ihn Webcam-Shows zu machen und ihm Geld abzugeben. Also im Grunde wie ein unangenehmer Zuhälter. Und weil man, er hat auch anfangs damit wohl, er hat wohl mehrmals gesagt, er wäre extra nach Rumänien gegangen, weil da die Gesetze, weil er das geil findet, dass man da auch noch mit Geld ein bisschen, wenn die Polizei kommt, den Bündel Geldscheine gibt und gehen wieder. Und das haben sie jetzt wohl doch nicht gemacht. Haben den jetzt ihn und seinen Bruder mitgenommen, ein paar Autos weggenommen und die können ihm die wohl wegnehmen, weil sie sagen, er hat die gekauft mit illegal erwirtschaftetem Geld und
dann kann man es ihm halt wegnehmen, ne? Und die irgendwie versteigern oder sowas und die Opfer entschädigen. Aber vielleicht ist er seine Autos los bald. Ich glaube, er hat halt wirklich irgendwie wörtlich sowas gesagt, dass er zu Rumänien gehen will, weil the law allows more dodgy things. Und wenn man dann halt schon sagt, okay, ich muss in ein anderes Land gehen, weil die Dinge, die ich vorhabe, wären hier illegal. Ja, man weiß nicht genau was, aber es ist schon sehr verdächtig. Ne? Vorher war der, glaube ich, aus Großbritannien oder so. Und, kann sein, ja. Ja, und dann irgendwann hat er gesagt, fuck, die verhaften mich. Simon Desue hat ja quasi sowas Ähnliches mit Dubai gemacht. Ja, der hat ja gesagt, die Stadt Hamburg will mich fertig machen, Leute. Weil der hatte halt auch so ein paar... So egozentrisch muss man auch erstmal sein, dass die ganze Stadt... Ja, der ist da irgendwie am Elbstrand langgegangen und hat gesagt, so Leute, das ist jetzt mein letztes Video aus Hamburg, die Stadt will mich platt machen. Und sagt dann, ja, ich habe halt vielleicht, habe ich irgendwie mit dem nach meiner Aussage stärksten Laserpointer der Welt irgendwie in Wohnungen und auf Hubschrauber geleuchtet und vielleicht habe ich, ne, also Sachen, die vielleicht unter das Waffengesetz fallen, ich bin mir nicht so ganz sicher, oder er hat ja irgendwie... eine Zeit lang vorgespielt, Falschgeld zu besitzen und damit einkaufen zu gehen. Ah, und dann natürlich kommt da eine Hausdurchsuchung. Dann hat er gewisse Pyramidenmodelle gehabt und so weiter und hat dann gesagt, in Dubai, Alter, da wird man nicht so sehr vom Staat unterdrückt. Deswegen muss er da hin, weil die... Alter, diese Pyramidensysteme. Ne? Die Stadt macht mich einfach platt. Von der ganzen Scheiße mit Nutella-Baden und so, ich finde das das Allerschäbigste. Ja. Dieses... ich biete Kurse an, hey, hier, ich sag dir, wie man reich wird, komm in meinen Livestream und dann spielst du da aber ein Video on Demand ab. Ja. Live quasi. Es ist ein bisschen wie OnlyFans, so, oder? Es fühlt sich so schäbig an. Du bietest den Leuten an und sagst, hier, ich zeig dir hier alles und dann gehst du rein und sagst, naja, ist ja doch nur halb so toll, wie du versprochen hast, aber dann hast du ja schon bezahlt, ne? Ja. Ja gut, wenn wir gerade noch bei reichen Vollidioten sind. Andrew Tate hat auch sowas gehabt, oder? So eine Hustler-University, glaube ich. War auch super teuer und hat gesagt, ein Scam. Muss ja teuer sein, weil ich bringe dir ja so wertvolles Wissen bei, das lohnt sich. Ja. Aber ich misstraue irgendwie allen davon. Also es gibt vielleicht auch ein, zwei, die nett sind, aber alle diese Modelle, wo man sagt, für 50 Euro im Monat kannst du in meinen Kurs und du kriegst das wertvollste Wissen, wie du reich wirst und so. Ich glaube, in den meisten Fällen wirst du dadurch eher ärmer. Und man fragt sich auch, wenn diese Typen wirklich so reich sind und so ein Luxusleben führen, wo sie sich um nichts mehr Gedanken machen müssen, warum haben sie es dann nötig, ganz viele Leute da reinzuholen, die alle Geld dafür bezahlen. Ich verdiene mein Geld im Schlaf, deswegen stehe ich jetzt hier vor dem Auto und deswegen überzeuge euch. Deswegen musst du jeden Tag da irgendwie so ein Video aufnehmen und den Leuten sagen, ich bin so ein selbstloser Typ, ich möchte, dass ihr auch alle reich seid, aber natürlich kostet euch das Geld. Das ist halt immer schon eine komische Prämisse. Ne? Richtig dumm. Aber letztes Ding, bevor wir zum Ende kommen, wenn wir gerade von reichen Vollidioten sprechen, es gab eine größere Studie, die hat er ans Licht gebracht, dass aller neuer Reichtum der letzten 2,5 Jahre, also die Corona-Zeit, erwirtschaftet wurde. Dieser gesamte Reichtum wurde aufgeteilt zu 2/3 an die Top 1% und 1/3 an alle anderen 99%. Ja. Das ist doch fair. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich weiß auch nicht mehr genau die Zahlen, aber ich habe auch, man kann bei Forbes Magazine das sehen. Ich weiß nicht, ob du das mal hier gesehen hast. Richest People oder so. Das sind irgendwie, in Zeiten der Pandemie sind alle reicher geworden, oder fast alle. Und zwar auch zu einer gewaltigen Rate. Ne? Also hier von 2020 zu 2022 kannst du alle ausklappen, ob das jetzt Elon Musk oder Jeff Bezos ist oder so. Oder Bernard Arnault und Family und Bill Gates und so. Alle haben hier so einen richtig harten Peak einfach. Und guck, Warren Buffett ist richtig nach unten und zack ist er wieder nach oben. Und einfach kam genau zur rechten Zeit. Ja, und also man konnte auch gucken, die was die, ich glaube, was die untere Hälfte an Vermögen hat der Welt, das, oder ich weiß nicht, ob es die untere Hälfte oder untere 99 waren, irgendwie gegen deren gesamtes Vermögen in den 2 Jahren um fast genau die gleiche Rate runter, wie Milliardäre dazu bekommen haben. Geil. Was für ein Zufall. Ich glaube, das waren irgendwie paar Billionen oder so. Krise kann auch geil sein. Ja, ja, 3 Billionen oder so, die halt ganzen Leute, die ihren Job verloren haben oder irgendwas, ne, oder für die halt Inflation scheiße ist und die irgendwie Geld bezahlen mussten für alles Mögliche. Ja, hier also diese ganzen, egal was die machen, auch wenn das hier irgendwie... Oh, hier ist mal fast organisches Wachstum. Ja, bei Microsoft, Steve Ballmer, aber also gut, bei sowas wie Amazon, da erwartet man das halt, wenn Leute irgendwie nicht mehr so gut in den Supermarkt können wie vorher, dass sie dann bestellen stattdessen. Aber irgendwie scheint es egal halt alles, zu sein, in welchem Bereich die tätig sind. Also alle von denen haben
2020 bis 2022 sind richtig. Und hier, mach mal hoch, Michael Bloomberg, der hat halt ultra viel Geld ausgegeben in dem Zeitraum. Der wollte nämlich auch Präsident werden und ja, hat da echt Milliarden reingesteckt, Präsident zu werden. Also, hat am Ende irgendwie nur so 5% der Stimmen gehabt. Also 2020 hat der Mann 48 Billionen gehabt, also Milliarden. Und 22 waren es dann 82. Also, ja. Ganz entspannt. Das ist halt alles irgendwie und ist echt egal, wen du dir von denen anguckst. Es ist, glaube ich, keiner, der so... Oh, doch, hier, Mark Zuckerberg ist gedroppt. Oh nein. Aber er ist auch erstmal hochgegangen auf 21. Also der hat 22 genauso viel wie 18, aber der ist eigentlich vorher gedroppt. Und also der hat hier 2020 hat er nur 55 Milliarden gehabt. Armer Schlucker. Dann hat er das verdoppelt, fast. Und dann wieder halbiert. Auf 97 hat er Meta gegründet und hat es halt wieder irgendwie 30 Milliarden kaputt gemacht. Ne? Alleine dieses Bild hier. Ne? Der sieht aus, als hätte er kein Blut im Körper, ja, oder? Also, ganz groß. Aber es ist wirklich jeder Einzelne, ne? Egal, wen du dir hier anguckst. Zack, alles geht hoch. Manches ein bisschen langsamer, aber... Also... Stark. Alles stark gestiegen. Auch hier super viele, wo es erst so krass runtergeht und dann geht es krass nach oben. Hier Charles Koch, das ist doch, ne, der ist, gut, das ist hier Diversified, aber der ist eigentlich ja Chef von diesen Öldingern. Mhm. Müsste man ja eigentlich meinen, dass das jetzt gerade eine schlechte Zeit ist für eine Ölfirma, aber geht wieder hoch. Ja. Doch nicht so erneuerbar ist halt auch Amerika, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir geben der Woche eine 20 Billion out of 10. Ist das schon mal passiert? Habt ihr schon mal mehr als 10 von 10 vergeben? Ja, einmal aus Gag, glaube ich, oder irgendwas. Was waren da eigentlich? Weil Tino vielleicht krank war, ausnahmsweise. Ich weiß es nicht. Ja, ich gebe der Woche eine. Nee, mach du zuerst. Ja, ich muss mal ganz kurz durchgucken. Es gab wieder sexuell hier Anschuldigungen. Alter, also ich, diese Statue Martin Luther King, die macht mich echt glücklich. Schon gut. Die habe ich jetzt auch gerade erst durch dich kennengelernt und gefällt mir. Dann, Alec Baldwin wurde halt heiß. Ah, der Mud Wizard. Also, ich glaube, da gehe ich. Der Mud Wizard war gut, ne? Da gehe ich schon mindestens auf 7,5, glaube ich. 7,5? Last of Us halt auch. Das ist für mich ein großes Ding. Rick and Morty ist ja auch das Meme-Ding eigentlich. Ich gebe eine decent 7, glaube ich, weil ja, Last of Us interessiert mich nicht. Rick and Morty habe ich ein bisschen geguckt. Ich fand's okay. Mhm. Ich weiß nicht, wie kontrovers diese Meinung ist, aber. Ja, legitim. Ich fand's nicht schlecht, aber ich glaube, was man objektiv, nicht so geil wie South Park oder sowas. Nee, auf keinen Fall. Aber was man objektiv, glaube ich, sagen kann, auch im Gegensatz zu South Park, ist es halt einfach super kreativ und abgedreht, was die für Ideen haben. Das ist halt bei South Park nicht so, aber South Park ist trotzdem besser. Also die ersten ein, zwei Staffeln fand ich ganz gut. Aber als Pickle Rick dann kam, da war's, da war ich großer Fan. Das war super witzig. Oder die Szechuan Sauce. Ja, das ist einfach der Hammer. Das ist ja so, dub, dub, Leute. Dass das Fandom das halt dann wieder kaputt macht. So. Ja. Weil ich habe die Folge halt gesehen, ohne das Meme zu kennen und fand die halt witzig und dann war es auch okay. Ja. Und dann, klar, wirst du von allen Seiten damit vollgespammt und dann denkst du dir auch wieder, halt's Maul, ey. Es ist so ein bisschen, um diese Brücke zu South Park zu schlagen, so dass du deswegen Gesellschaftskritik und Parodien guckst und dann hast du Mitschüler gehabt, die sagen, ja, guck ich auch immer, die sagen immer böse Wörter. Ja. Haha, der hat da was mit Ficken gesagt, lustig. Gut, dann hörst du die Musik eigentlich gerade. Ich gebe eine 7, decent 7. Geh ich mit. Passt. Habe ich dich jetzt runtergehandelt von deiner 0,5? Das ist okay, du bist der Gast. Okay, dann gebe ich eine 6. Nee, okay, wir bleiben bei der 7. Okay, gut. 7. Gut, dann tschüss.